Es ist Speeddate-Zeit und wir haben Linus Bohn hier. Herzlich willkommen. Moin, danke. So, die erste Frage ist, was ist dein Spitzname zu Hause? Lini. Lini? Ja. Gott, ist das süß. Sehr schön. Hast du einen Lieblingsort, einen Ort, an dem du entspannst oder gerne bist? Zurzeit in meiner Wohnung vor der PlayStation. Einfach Tür zu, genau. Lass mich alle einfach, in Ruhe. Ja, genau. Sehr schön. Also du bist ja eigenständig und viel in der Welt unterwegs, aber wofür hast du zuletzt die Hilfe deiner Eltern gebraucht? Ganz ehrlich. Beim Umzug in meine Wohnung. Das war jetzt ein paar Monate her, aber ja, ich wohne auch nicht so weit weg. Das heißt, waschen und kochen ist manchmal auch noch drin. Ah, okay, ja. Verstehe. Sehr praktisch, hier kann man was lernen. Was ist, vielleicht würden deine Eltern da gleich gerne was zu sagen, dann die nervigste Eigenschaft, die du hast. Was würden Freunde sagen, was sagt Familie? Ich rede sehr viel, sehr, sehr viel. Und ja, ich singe die ganze Zeit. Merke ich jetzt noch nicht, aber yeah. Wir wollen es ja kurz halten, Speeddate. Ja. Moin, hast du gerade gesagt, kommst du ja aus Hamburg, aus dem Norden. Kannst du einen Dialekt imitieren? Ja, moin, ich bin aus Hamburg und bin aus dem Fischkutter. Direkt hier in die Spree. Kannst du noch andere Dialekte zufällig? Ich kann den holländischen Deutschen. Ja, ist so fantastisch gespielt von Arjen Robben. Klasse, klasse. Also fast könnte auch Arjen Robben selbst sein. Man nee, der redet dann, das war jetzt Hüb Stevens. Ah, okay. Das ist ja sehr, sehr, sehr prägnant, sehr schön. Mit welcher berühmten Person würdest du gerne mal einen trinken gehen und warum? Mit Leonardo DiCaprio, weil ich oft gesagt bekomme, dass ich so aussehe wie er. Und dann würdet ihr euch die ganze Zeit so angucken und denken, ich sehe dich in meinem Spiegelbild. Er würde denken, okay, ich sehe mein 20 Jahre jüngeres Ich. Ja, es ist ein großes Kompliment für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich sehe es noch nicht so. Sehr schön, ach doch, also ich glaube, also jetzt, wo du es sagst, sehe ich es okay, auch. Okay, ja, ich wollte es nicht sagen, scheiße. Was ist denn, ja, also in der ARD darf man das nicht sagen. Okay. Wir piepen das. Was ist dein Lieblingsessen? Ganz klassisch ein Stück Fleisch und Steak mit Pommes oder so. Sehr schön. Jetzt darfst du mich mal was fragen. Woher kommst du? Ganz, ganz klassisch. Ja, ich komme von hierher. Sogar. Aus Berlin? Aus Berlin, ja. Dann mach du mal einen berlinerischen Akzent. Ja, wisst ihr, ich kann das nicht so gut. Das ist so ein Ding, das muss so mit anderen so gut, Berlinern, ne? Nee, geht nicht so. Ja. Und wie geidert dir? Jetzt auf ja. Hamburgisch? Nee. Ja, hier weht eine steife Brise in Berlin. Gut. Ja, so ein bisschen halt. Ne? Okay. Man schlägt sich ja so durch. Jetzt wollen wir mal wieder ernsthaft hier werden. Ja. Die Botschaft deines Songs. Wir dürfen noch nicht so viel über den Song reden, aber vielleicht kannst du sagen, worum geht es in dem Song? Was sollen die Leute mitnehmen? In dem Song geht es darum, ein bisschen von diesem Handywahn, der heutzutage einfach sehr real ist, ein bisschen wegzukommen und sich mal wieder an die Dinge anzusetzen, die eigentlich wichtig sind. Die Träume und Wünsche, die man vielleicht als Kind hatte oder jetzt auch hat, aber aus dieser Komfortzone Handy nicht rauskommt. Und deswegen ist auch eine Message an mich selber, ein bisschen weg das Handy und mal wieder frei sein und ein bisschen ausbrechen. Also einfach mal 10 Minuten weglegen. Ja, vielleicht auch ein bisschen länger. Ja, ich finde es sehr schwer und es ist sehr gut, dass du uns daran erinnerst. Ja. In dem Speeddate gibt es natürlich immer noch eine Challenge, eine Aufgabe. Und zwar, wir möchten gerne, dass du was singst. Du hast 3 Optionen. Okay. Du könntest dir ein schönes norddeutsches Seemannslied aussuchen. Oder irgendwie so ein Gassenhauer. Oder einen ESC-Song, den du ganz toll findest. Okay. Oder den letzten Ohrwurm, den du hattest. Mhm. Okay, dann nehme ich den ESC-Song. Sehr gute Wahl. Okay. So tell me about the rumors. Are they only rumors? Are they only lies? Looking out of a perfect dream. Coming out of the blue. Is it true? Is it true? Is it over? Did I throw it away? Wow, okay, ein ESC-Experte. Was hast du gerade gesungen? Du siehst Eurovision.de völlig ratlos. Ja, das war Is It True von Joanna aus dem Jahr 2009 und wurde 2. Platz hinter Alexander Rybak. Unglaublich. Ich möchte dich gerne hiermit als Experten anwerben. Dankeschön. Für unsere Redaktion. Linus Bohn im Speeddate. Herzlichen Dank. Danke dir. Danke.